Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, die letzte Folge war auf jeden Fall schon sehr aufschlussreich. Wir quatschen einfach mal mit dem Primarchen. Der wollte jetzt auch irgendwas von uns und erzähl doch mal. Commander, Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanga war. Eine Vorhut der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Tut mir leid, aber das ist geheim. Nun, sie müssen unbedingt gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Ich tue, was ich kann. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen und Ihr Verständnis. Ich hätte trotzdem gerne noch ein paar Informationen mehr. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch, aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben Sie mein Wort darauf. Okay. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten? Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von ihnen. Sie wollten nie ein Anführer sein, aber ihr Volk stirbt, wenn sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Wer auch immer die Geister sein sollen, ich hoffe es natürlich auch. So wie ist denn die Lage auf Pelevin? Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir sieht die Zerstörung von 15.000 Jahren Zivilisation. Meine Zivilisation. Die Kroganer sorgen dafür, dass das nicht passiert. Falls sie mit dem Heilmittel Erfolg haben. Das werden wir. Das müssen sie auch, Commander. Ich will nicht der letzte Primarch der Geschichte sein. Ja, man weiß es noch nicht so genau. Ihre auf Tuchanka abgestürzten Männer, wie viele sind das? Ein Zug. Warum war Ihre Mission eine Sache des galaktischen Friedens? Tut mir leid, Commander. Wie gesagt, es ist streng geheim. Mann, die haben sich aber schwammig. Wenn ich meinen Arsch dafür riskieren soll, will ich antworten. Das kann ich nicht sagen. Bitte verstehen Sie das. Der Commander ist Lieutenant Tarquin Victus. Er ist Ihr Kontakt. Victus? Mein Sohn. Ich brauchte jemanden, dem ich vertraue. Okay. Die salarianische Dalatras fragt sich, was die Kroganer nach der Heilung tun werden. Wie sehen Sie das? Wenn wir die Reaper nicht aufhalten, spielt das keine Rolle. Aber ich verstehe Ihre Zweifel. Der Mond, auf dem Sie mich gefunden haben? Dort fand unsere letzte Schlacht gegen die Kroganer statt. Sie kannten keine Gnade. Wie ist es ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber als ein nachtragender Feind. Das ist wahr. Die Kroganer um Hilfe zu bitten, muss schwer für sie sein. Die Fehler der Vergangenheit dürfen uns nicht die Zukunft vernebeln. Unser beider Völker waren einst Feinde. Beim Erstkontaktkrieg. Ich war dabei. Und bin den Geschossen ihrer Navy ausgewichen. Und was ist jetzt? Wir stehen in einem turianisch-menschlichen Schiff und arbeiten zusammen. Ja. Gut, das hier oben haben wir, glaube ich, denn schon... Wie ist das ausgegangen? Die Kroganer setzten Asteroiden als Waffen gegen unsere Kolonien ein. Wir hatten nur noch ein letztes Mittel. Die Genophage. Ja, die Pläne der Kroganer nach dem Krieg sind wirklich ein Problem. Okay, das hatten wir doch schon mal. Aber mir ist ein dankbarer Verbündeter lieber
als ein nachtragender Feind. Gut. Das ist alles. Natürlich, Commander. Ja, das war auf jeden Fall wieder sehr viel Information. Aber, naja, wir brauchen die Information. Deswegen müssen wir auch nochmal mit Reef reden. Der wollte ja auch nochmal irgendwas von uns. Shepard, Sie haben auf Surkesh kämpferische Kompetenz bewiesen. Unser Besitz wurde dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die Hälfte ist geschafft. Sie sagten, ein Trupp wird vermisst? Wir haben beunruhigende Gerüchte gehört über das Rachni-Portal. Rachni? Dann brach der Kontakt zu einigen Kundschaftern ab. Ich habe meine besten Leute, die Kompanie Aralak, hinterhergeschickt. Sie können sie vor Ort treffen. Ich dachte, wegen ihrer Erfahrungen mit den Rachni wären sie gern dabei. Ich tue, was ich kann. Hoffentlich reicht das. Tja, auf jeden Fall brauchen wir noch mal wieder ein paar mehr Informationen. Was werden die Kroganer nach der Heilung der Genophage tun? Da ich sie geheilt habe, wird mein Wort bei allen anderen Clans Gesetz sein. Dann wird sich ihr Rat erinnern, weshalb er die Kroganer gefürchtet hat. Hört sich an, als ging es ihnen um Vergeltung. Mein Volk hat großes Unrecht erlitten. Für die Genophage niemanden zu bestrafen, wäre Schwäche. Zumindest sichert die Androhung von Rache, dass eine Übereinkunft getroffen wird. Gewalt kann ein nützliches Werkzeug sein. Ja, aber wir wissen alle, Gewalt erzeugt doch nur wieder Gewalt und so weiter und so fort. Und dann wird es nie ein Ende finden. Wie ist die Lage auf Tuchanka? Wie ist die Lage? Mir wurde gemeldet, dass weitere Reaper-Truppen eingetroffen sind. Sie planen etwas. Sie klingen fast erfreut. Das bin ich auch. Gegen Feinde, die alle fürchten, sind wir am besten. Die Salarianer verstecken sich. Die Turianer betteln um Hilfe. Aber die Kroganer... Wir bitten die Reaper herein. Und vermessen ihre Köpfe als Trophäen, bevor wir sie töten. Auf Surkesh schien die Kroganerin sie nicht besonders zu mögen. Das ist unwichtig. Ich bin ihr Clanführer und sie wird mir gehorchen. Ihre Immunität ist ein unerwartetes Geschenk. Die anderen Clans müssen Erdnord als Herrscher akzeptieren. Wir werden schon bald zahlreicher sein als sie. Aber wenn du dich da mal nicht vertust. Wie konnte es Ärger mit den Rachni geben? Die letzte Königin ist schon ewig tot. Sie können nicht zurück sein. Das behaupten sie. Reeve, sie sind ausgerottet. Die Kundschafter haben jedenfalls etwas gefunden. Kann harmlos sein. Oder die nächste Invasion. Wenn es Rachni sind, müssen wir sie aufhalten. Oder uns mit ihnen verbünden. Zurück an die Arbeit. Ja, es gibt sehr viel zu tun. Das kannst du laut sagen. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. So, wo ging es hier hin? Ja, genau, hier ging es dann so in Richtung Schiff. Ja, wir werden mal schauen. Man sollte meinen, die Salarianer würden eine Basis auf ihrer Heimatwelt besser abnehmen. Ja. Nein, das war schon... Mäuschen! Commander, wir haben neue... Commander, schön, Sie wiederzusehen. Gito. Wie kommen Sie zurecht, Trainer? Endlich fühle ich mich nützlich. Es war viel Arbeit, Datenfeeds für den Kriegsgipfel zu integrieren. Halten die Systeme? Naja, zum Glück haben wir Stresstests gemacht. Spezialistin Trainer war sehr hilfreich. Dank ihrer Arbeit sind die Daten der Einsatzzentrale jetzt korrekt. Vielen Dank, Edie. Ich muss mich noch an alles gewöhnen. Im Labor wurde alles gehortet. Überall stapelweise Tech. Hier lebt man wie in einem Schuhkarton. Das Leben auf einem Schiff wirkt anfangs immer beengt. Sie gewöhnen sich dran. Oh, das ist nichts Schlechtes. Ich mach's mir schon gemütlich. Es ist wunderbar. Im Labor mussten wir horten, weil wir kein Budget hatten. Jetzt? Edie? Ariaketech hat einen geschützten Smart-Algorithmus, der unsere Ferndaten säubern könnte. Können wir den kaufen? Das geht. Upgrade wird analysiert und aufgespielt. Der Algorithmus verkürzt die Analysezeit für strategische Fernkampfdaten um 3%. Beeindruckend. Wenn ich die benötigte Ausrüstung bekomme, lebe ich gern in einem Schuhkarton. Okay.
Commander, ich habe sichere Kommunikationsleitungen mit den Regierungen der Turianer und Salarianer eingerichtet und unseren Systemen ihre Kampfdaten hinzugefügt. Hoffentlich erfahren wir dadurch mehr darüber, was vor sich geht. Okay. Wie komisch die gerade ihren Kopf verringt hat, das macht mir Angst. Oh, wir haben eine neue Nachricht. Spectre-Status bestätigt. Commander, Odina hat mir ein Angebot gemacht und ich habe angenommen. Ich bin jetzt ein Spectre. Unglaublich, aber das überhaupt noch eine Bedeutung? Hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Jetzt, wo alles zusammenbricht, Autorität, Ressourcen, Freiheit, das ganze gruselige Paket. Aber ich weiß nicht, Sie wissen jedenfalls, wovon ich rede. Schauen Sie doch mal im Krankenhaus vorbei, wenn Sie können. Man behält mich noch hier, aber ich habe vor, in Kürze abzuhauen. Ja, Ashley. Ich würde sagen, wir fliegen auf jeden Fall mal zur Citadel. Diesmal aber nur, um Ashley zu besuchen, außer es ergibt sich jetzt irgendwas Neues, voll Cooles, wo ich sage, was wahrscheinlich meistens der Fall ist. Aber wir schauen mal. Oh, hier ist ja richtig viel los, Mensch. Okay, erstmal zur Citadel. Da schauen wir am besten mal immer so nach jeder Mission vorbei. Wie gesagt, ich kann ja hier auch Beziehungen eingehen und entweder mit Trainer oder mit Ashley. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, bei wem von den beiden wir dann am Ende andocken. Benötigen Sie ein Transport? Ja, ab ins Krankenhaus, bitte. Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. Es wird nur ein kurzer Besuch. Ich glaube, hier war doch die Ärztin noch, an der wir gerade vorbeigeraten. Zane. Ein erneuter Besuch? Sehr schmeichelhaft. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für Sie auch. Und keine Sorge. Ich habe gute Ärzte. Und meine Söhne besuchen mich. Vielleicht können wir ja über das Extranet Kontakt halten, bis wir uns wiedersehen, Shepard. Ja. Gut, ich dachte, er hat uns jetzt noch irgendwas Weltbewegendes zu erzählen. Doch, dem war leider nicht so. Hier gibt es leider auch nichts Neues. Also müssen wir wohl mit ihr reden. Hallo, Commander. Wollen Sie einen Besuch machen? Ja. Wie geht es, Ashley? Stabil. Keine Anzeichen von Hirnschäden durch die Erschütterung. Aber der mehrfache Schulterbruch muss erst noch heilen. Bettruhe unter Aufsicht ist das Rezept der Stunde. Ein Besuch wäre sicher willkommen. Okay. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Gut, das hatten wir ja alles schon, als wir das letzte Mal hier waren. Ihr habt mir, glaube ich, nichts zu erzählen. Genau, ihr seid unwichtige Nebencharaktere. Alles klar. So, Ashley. Mäuschen. Erzähl doch mal einen Schlag. Oh, sie steht. No. Schön, sie auf den Füßen zu sehen. Ja. Alles in Ordnung? Glaub schon. Ich habe Odina zugesagt. Hab ich gelesen. Spectre-Status. Mein Glückwunsch. Unwichtig, verglichen mit der Gesamtlage. Sind Sie bereit für die Verantwortung eines Spectre? Bisher ist es nicht real. Kommt sicher noch. Ich kenne meine Pflichten noch nicht. Alles ist ein einziges Chaos. Was halten Sie von der Sache? Naja. Sie haben eine beeindruckende Dienstakte. Sie verdienen das. Danke. Das von Ihnen bedeutet das viel. Er sagte, sobald ich hier raus bin, gibt's die offizielle Zeremonie. Und danach? Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Wenn ich gefragt würde, auf alle Fälle. Freut mich. Geht's Ihnen besser? Bestens. Bis auf den Papierkram, mit dem der Doc mich zumüllen wird. Tut mir leid, dass ich so abwesend bin, aber... Was ist denn? Nachricht von meiner Mutter. Sie konnten rechtzeitig fliehen. Das sind gute Neuigkeiten. Ja. Ist Ihre Schwester auf der Citadel? Ja, aber... Ihr Ehemann ist im Einsatz gefallen. Mein Beileid, Ash. Danke. Sarah hat das Militär nie interessiert. Wir waren bei ihrer Heirat alle sehr überrascht. Oh Mann. Wie viele Familien werden wohl von den Reapern auseinandergerissen? Darüber will ich nicht nachdenken. Es ist so hoffnungslos. Sie trifft keine Schuld daran, Ashley. Aber ich bin doch ihre große Schwester. In den Klauen der Umstände habe ich weder gezögert noch geschrien. Nach den Hieben des Schicksals ist mein Kopf blutig, aber nicht gesenkt. Woraus ist das? Unbesiegt von Henley. Vaters Lieblingsdichter. Man soll nie aufgeben. Richtig. Meine Schwester will bei der Gedenkstätte ein paar Worte
über den Wert der Familie sagen. Das wird hart. Informieren Sie mich, okay? Mach ich. Und danke, Shepard. Ja, kein Thema. Kein Thema, kein Thema. So, gut, dann haben wir unseren Besuch bei Ashley auch fertig. Waren also fleißig, haben unsere Mission erfüllt. Gibt es denn hier mittlerweile was zu kaufen? Nein. Ach, man hat ja immer noch Hoffnung, dass die mal irgendwas haben auf Vorrat, aber anscheinend nicht. So, dann gehen wir zu der Normandy-Bucht wieder. So. Ja. Da sind auf jeden Fall immer die gleichen Gesichter hier. Stellen uns natürlich wieder hier hin. Und dann beende ich leider mal wieder Gottes die Folge. Und wir sehen uns dann morgen um 16 Uhr wieder. Also macht's gut. Bis denne und tschaußen.